Ich zeige euch auf diesen Bildern den neuen Nissan X-Trail mit der neuen 1600er Benzinermaschine 1.6 DIG. Diese Maschine bietet dank Turboaufladung eine Leistung von 120 kW, 163 PS sowie ein Drehmoment von 240 Newtonmeter bereits ab 2000 Kurbelwellenumdrehungen. Der so motorisierte X-Trail lässt sich sehr angenehm fahren. Das dank Turbo satte Drehmoment passt perfekt zum einzig lieferbaren manuellen Sechsganggetriebe. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h und damit über dem Dieselniveau. Ich zeige euch hier die mittlere der drei Ausstattungsvarianten namens Accenta. Diese Ausstattungsvariante glänzt mit einer Lichtautomatik für Fahr- und Fernlicht, einem Spurhalteassistenten, einer Verkehrszeichenerkennung und einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Derzeit bietet Nissan den neuen 1.6er Ottomotor nicht mit einer Automatik und nur mit Frontantrieb an, sodass insbesondere urbane Anforderungen und großzügige Platzverhältnisse im C-Segment bedient werden.